den Horst Zeiger. Horst, was haltest du schon bis jetzt? Den ganzen Eindruck und alles und die Anfahrt und so? Ja, ist halt mega cool, oder? Wenn du ankommst. Es ist schön warm draußen, die Sonne geht unter, es ist wahnsinnig gute Stimmung. Und die Rennstrecke ist sowieso der Hammer da. Und jetzt noch dann mit dem LKW und alles, fahrt zu Hause und raus und alles. Ist, nein, ist richtig cool, ja. So, jetzt sind wir hier beim Peter Horstädtler. Er ist auch Teilnehmer von Aragon. Für ihn das erste Mal auf der Strecke. Wie ist das Gefühl? Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin aber schon ein bisschen nervös, auf so einer tollen Strecke zu sein. Bei mir der Fizu. Fizu, was haltest du jetzt schon vom ersten Tag? Der erste Tag ist noch nicht ganz fertig, aber es ist gut angelaufen. Also die Leute haben Freude, das Wetter passt, ist perfekt. Und ich sehe, dass die Leute extrem motiviert sind, die Strecke wirklich zu lernen, weil die ist kompliziert. Das ist eine sehr anspruchsvolle Strecke. Und die Leute geben sich wirklich Mühe. Dank der zwei Instruktoren, die wir haben, machen sie riesige Schritte. Und ich bin gespannt, was sie dem morgen sagen. Aber schon der erste Tag ist ganz okay. Wir sehen jetzt hier unsere Mitarbeiter, sind jetzt die Fahrzeuge am Aufpacken. Die Reifen werden wir wieder drauf tun, wieder ready zu machen für den nächsten Turn. Das Horn, das wir hier immer im Hintergrund hören, das ist zum Melden, dass der Turn fertig ist und sich die anderen können bereit machen für den Turn. Und jetzt mal schauen, vielleicht können wir den einen oder anderen Teilnehmer noch verwünschen, der alle kurz etwas sagen will. Jetzt sehen wir hier gerade vor uns den Franz Hunkeler, der sein Motorrad auch aufstellen tut. Dann der Peter Horstädtler, der hier noch reinwinken musste in die Kamera. Franz, was haltest du von der Strecke hier? Bist du zufrieden? Super Strecke. Ganz schön, schöne Kurve. Wunderbar. Kommst du gut rein? Ja, super. Tipptopp. Hat es nicht ein bisschen viel Verkehr gehabt? Nein, es geht. Die Gruppe ist jetzt in Gruppe B, die sind jetzt auch schneller geworden gegenüber vom Morgen. Perfekte Bedingungen. Super. Also somit bist du wunschlos glücklich? Da du los, jawohl. Wunschlos glücklich. Sehr schön, danke Franz. Bin ich so schnell gefahren, dass er die Kamera durchgeschossen hat. Wieso zitterst du so? Also ich lebe nach einem Motto. Und zwar im Zweifelsfall Vollgas nach Horst Zeiger. Das gilt auch beim Tanken so. Jetzt kommt die Videoanalyse von seiner Meisterfahrt. Ja. Wahnsinn, wie sie daher gesteigert hat. Jo, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich gefunden. Muss durchgehen. Also fahrerisch hat er viel zulegen können, auch am Charakter hat ihm ein bisschen weiterhelfen können. Ja. Gut, jetzt immer anständig grüßen und so.
was ist? Nur schnell ein Foto machen, nur schnell. Okay. Das ist gut, ich will es. Das ist Kinderquäl. Das ist ja, gell? Wer hat die Idee mit der Stimme? Da ist der Übeltäter. Nein, ist alles gut. Jetzt hast du immer noch die schönen Hosen hier. Also was? Irgendwer hat was dagegen. Dabei haben wir jetzt extra das 79, nicht? Aber wieso hast du solche Hosen? Ja. Findest du die so schön? Ältere Menschen mit ein bisschen Bauch, die brauchen so einen Gummizug.